Ich möchte mal kurz mit dir reden. Das ist es. Zu Hause. Mom hatte recht. Wir können zusammenarbeiten und diesen Ort wieder aufbauen. Wann immer du Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Dann kämpfe ich an deiner Seite, Cap. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich Cap nenne. Captain der Wachmannschaft klingt mir zu förmlich. Hör mal, du wurdest ganz schön in die Mangel genommen. Wenn du dir was Sauberes anziehen willst, bevor wir loslegen, da drüben gibt's ein paar Sachen. Du solltest mit Mom reden. Sie wird dir sagen, was wir für Prosperity tun können. Ich rackere mir hier den Arsch ab, aber wohl nicht umsonst. Ich frag mich, was wir machen, wenn uns das Panzertape ausgeht. Ich muss mit dir reden. Mein Name ist Kim. Man könnte sagen, dass ich die Leitung habe. Ich weiß, du hast schon eine Menge durchgemacht, Captain. Aber wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Und im Moment bist das nur du. Wir dachten, deine Leute aus dem Zug würden uns einen Vorteil verschaffen. Wir wollten alle zusammenarbeiten, um was anzubauen und was aufzubauen. Wir wollten uns gegen die Zwillinge zur Wehr setzen. Aber das ist jetzt alles Geschichte. Also müssen wir es selbst tun. Und es liegt noch viel Arbeit vor uns. Ich zeig dir mal, wie alles hier funktioniert. Das ist Prosperity. Wenn wir im Kampf gegen die Highwaymen eine Chance haben wollen, müssen wir zuerst einmal diesen Ort ausbauen. Wir haben verschiedene Einrichtungen, die Prosperity voranbringen können. Dort kannst du zum Beispiel Waffen und Fahrzeuge herstellen, Heilpflanzen kultivieren und vieles mehr. Das ist Hope County. Um das Beste aus unseren Einrichtungen herauszuholen, brauchen wir Ethanol, um sie aufzurüsten. Auf der Karte siehst du die Highwaymen-Außenposten. Dort lagern sie das Ethanol, das sie uns gestohlen haben. Befreie diese Orte, um es zurückzuholen. Und hier kannst du Fachleute finden. Menschen mit Fachwissen, die uns im Kampf gegen die Zwillinge einen Vorteil verschaffen werden. Bring sie zu uns und sie stärken Prosperity und dich. Aber ohne Thomas Rush wird nichts von alledem funktionieren. Er hat schon viele Siedlungen aufgebaut und ohne sein Wissen können wir Prosperity nicht verbessern. Die Zwillinge schicken viele ihrer Gefangenen in das Kohlebergwerk. Ich denke, dort solltest du anfangen zu suchen. Gut, dann retten wir jetzt Rush, finden Leute, die die Anlagen betreiben und besorgen Ethanol, um das Maximum aus der Herstellung rauszuholen. Wenn du uns hilfst, tun wir alles in unserer Macht Stehende, um dir auch zu helfen. Bevor ich sterbe, weil ich alles in diesem County gesehen habe. Hätte nicht gedacht, dass es Carmina zurückschafft. In die neue Welt hineingeboren worden zu sein und keinen Vergleich zu haben, hat mich früher gestört. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger ist das so. Leute, die die alte Welt kannten, haben meine Gewissen. Hallo. Schön, dass du es geschafft hast. So viel. Wie geht's? Hey, Tor. Hm.
haben hier keinen Spielraum, falls was schief geht. Gut, dass du auf unserer Seite bist. Ich habe gehört, Wade Fowler wollte ein neues Tierheim in der alten Kirche da hinten aufmachen. Man munkelt, ihm wäre etwas zugestoßen, aber vielleicht gibt es da noch Vorräte. Wenn die Zwillinge uns hier... Öffnet das Tor! Was auch passiert. Alles klar, gehen wir. Gibt es viele Leute, die bereit sind zu handeln. Für viele von uns ist das die einzige Möglichkeit zu überleben. Wenn du Leute mit Rucksäcken herumlaufen siehst, kann es nicht schaden, nachzufragen, was sie dabei haben oder was sie dir für deine Sachen geben würden. Die Highwaymen haben überall im Land Gruppen und ab und zu unterstützen sich diese gegenseitig mit Vorratslieferungen. Wenn du ein Flugzeug siehst, gehört das wahrscheinlich ihnen. Es ist ein Wettlauf darum, wer die Lieferung zuerst für sich beansprucht. Und auch ein Kampf.
klaut keiner was. Scharfschützen sind keine leichten Gegner. Einfach schnell! Schon Schlimmeres erlebt. Du machst nur Ressourcen frei, ha? Wir müssen Prosperity aufbauen. Das ist unsere einzige... So viel ist mal sicher.
hatte früher nie viele Freunde. Was war das? Kleinvieh macht auch Mist. Gab es eine Menge Prepper in Hope County. Die sind längst fort, aber ein paar ihrer Schätze sind noch irgendwo vergraben. Mein Tipp? Lass dir das nicht entgehen. Da findest du bestimmt ein paar nützliche Dinge. Sag dir, Wade, du kannst diesem Bären nicht trauen. Irgendwann läutest du diese Glocke und das Vieh kommt angerannt und reißt dich in Stücke. Warum hast du deine Schlüssel nicht einem Vogel oder so gegeben? Irgendwas, das, du weißt schon, keine Menschen frisst.